darf herzlich einladen, dass wir die heutige Katechese am Fest der heiligen Barbara mit dem Gebet des Herrn beginnen, da es ja heute um das Thema Gebetsschule Jesu geht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In der Lebensschule Jesu sind alle herzlich willkommen. Aber es kommt auch darauf an, dass wir wollen. Wie in jeder Schule, man muss auch lernen wollen. Mir kam die Frage, was will ich eigentlich von Jesus lernen? Wer zu einem Geigenlehrer geht, der will vermutlich Geige lernen. Bei mir wäre das sicher vergebliche Liebesmühe. Wer in die Fahrschule geht, will fahren lernen. Aber was will ich in der Schule Jesu lernen? Eine ganz einfache Frage, weiß ich darauf auch eine Antwort persönlich. Die beiden ersten, die Jesus nachgefolgt sind, die Johannes, Jünger, Andreas und Johannes, der Bruder des Jakobus, Sohn des Zebedäus. Als sie hinter Jesus hergingen, hat er sich umgedreht und sie gefragt, was wollt ihr? Ja, was wollt ihr? Was wollen wir? Was suchen wir? Was erhoffe ich mir, von Jesus zu lernen? Erhoffe ich mir überhaupt etwas? Ich glaube, die Frage lohnt sich. Vielleicht führt sie auch zu einer peinlichen Überraschung. Habe ich überhaupt darüber nachgedacht? Was will ich von Jesus lernen? Man spricht in der Pädagogik gerne von Lernzielen. Was ist mein Lernziel? Meine Lernwilligkeit? Bin ich neugierig darauf? Brennt mir das? Will ich von Jesus was lernen? Auf die Frage, was sucht ihr, hat Jesus, die Jesus den beiden Jüngern Andreas, künftigen Jüngern Andreas und Johannes gestellt hat, haben sie geantwortet: Meister, wo wohnst du? Sie wollten ihn einfach kennenlernen. Und meistens beginnt es so, man möchte jemand Neuen kennenlernen. Kennen wir Jesus? Kommt und seht, war Jesu Antwort. Ich denke, das erste Lernziel der Apostel war einfach, Jesus kennenzulernen. Sie sahen, wo er wohnte, heißt es bei Johannes, das sind seine eigenen Erinnerungen. Sie sahen, wo er wohnte und blieben diesen Tag bei ihm. Das ist und bleibt das Erste und Wichtigste in der Lebensschule Jesu. Ihn kennenlernen, ihn selber, ihn persönlich kennenlernen. Die Lehren Jesu sind wichtig, wesentlich, aber es gilt zuerst, ihn selber kennenzulernen. Mit ihm Umgang zu haben, vertraut zu werden, mit ihm eine Freundschaft aufzubauen. Also geht es in der Lebensschule Jesu nicht zuerst einmal darum, möglichst viel Wissen anzusammeln, auch wenn es wichtig ist. Es geht nicht um etwas, sondern um jemanden.
Ihn zu kennen und ihn zu lieben ist der beste Lernerfolg. Wir möchten Jesus sehen, haben Griechen, also Heiden, die zum Osterfest nach Jerusalem gekommen waren, zu den Jüngern Jesu gesagt. Wir möchten Jesus sehen. Neugierde, kennenlernen wollen. Interesse an diesem Mann, von dem man so viel redet, so Großes sagt. Ohne Interesse gibt es kein Lernen. Das wissen alle, die im Lehrberuf tätig sind, und das wissen wir selber, wenn wir studiert haben oder noch studieren. Wie sieht das bei mir aus? Also, die erste Frage lautet: Was will ich eigentlich in der Schule Jesu lernen? Weiß ich das? Habe ich darüber nachgedacht? Aber eine zweite Frage ist ebenso wichtig. Was will Jesus uns beibringen? Was ist sein pädagogisches Ziel? Denn in die Schule gehen wir, weil wir lernen wollen oder lernen müssen. Aber was wir lernen, das bestimmen eigentlich die Lehrer. Die wissen ja, was sie uns vermitteln müssen. Nicht wir bestimmen den Lernstoff, den Lehr- und Lernstoff, sondern der ist uns vorgegeben. Den bestimmen die Lehrenden. Also was will Jesus uns beibringen? Diese beiden Fragen möchte ich an den Anfang stellen, und sie werden uns eigentlich das ganze Jahr über begleiten. Was will Jesus uns lehren und was wollen wir lernen? Nun gibt es einen Begriff, der in der Lehre Jesu wohl am meisten vorkommt, am häufigsten. Man hat den Eindruck, das ist so etwas wie der Inbegriff dessen, was Jesus lehren wollte. Es ist das Wort Reich Gottes oder bei Matthäus, im Matthäusevangelium, um den Gottesnamen zu vermeiden, Himmelreich. Reich Gottes, Himmelreich. Beim Evangelisten Markus heißt es ganz am Anfang, nachdem man Johannes, den Täufer, ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Matthäus spricht vom Evangelium vom Reich. Das ist der eigentliche Inhalt der Lehre Jesu, der hauptsächliche Inhalt. Aber was will Jesus damit lehren, wenn er vom Reich Gottes, vom Himmelreich spricht? Allein bei den sogenannten Synoptikern, also Matthäus, Markus, Lukas, kommt das Wort Reich Gottes 99 Mal vor und 90 Mal im Mund Jesu. Insgesamt kommt es im Neuen Testament 122 Mal vor, also sehen wir ganz eindeutig, das ist ein Schwerpunkt. Man kann das, auch heute ist das sehr beliebt in PISA-Tests und Ähnlichem, dass man Statistiken verwendet. Jesus hat in seiner Lehre ganz offensichtlich einen Akzent auf das Reich Gottes. Es ist wirklich die Botschaft Jesu. Aber was sagt sie? Vom Reich Gottes spricht Jesus sehr oft in Gleichnissen. Ich brauche das jetzt nicht auszuführen. Wir werden auch später darauf zurückkommen. Jesus kündet an, dass das Reich Gottes kommt. Es bricht herein, es bricht an, es wächst. Es ist angefochten.
Aber was ist das Reich Gottes? Was sollen wir darüber lernen? Was ist sozusagen Lernziel im Unterricht in der Lebensschule Jesu? Jesus spricht einmal davon, dass wir Jünger des Himmelreiches werden sollen, des Reiches Gottes. Also kann man das lernen. Wir sollen Schüler, Jünger, Lernende werden. Und da Lernen nicht Selbstzweck ist, sollen wir auch in der Lage sein, Lehrende des Reiches Gottes zu werden. Lernende und Lehrende. Jünger des Himmelreichs, Jünger des Reiches Gottes werden. Was macht jemand zum ausgewiesenen Schüler des Reiches Gottes, des Himmelreiches? In der Folge dieser Katechesen wird diese inhaltliche Seite der Lehre Jesu uns noch viel beschäftigen, was Jesus uns lehrt. Heute möchte ich sozusagen einen nonverbalen Zugang wählen, denn die Jünger Jesu haben zuerst nicht durch die Worte Jesu gelernt, sondern durch seine Taten und noch mehr durch ihn selber. Er selber, sein Vorbild, sein Verhalten war die erste Schule. Noch bevor es um die Lehre ging, ging es um die Person. Und so möchte ich heute ein wenig hinschauen auf das, was Jesu Verhalten den Jüngern, die Jünger gelehrt hat. Denn wir wissen alle, was man sich von den Lehrern merkt, ist meistens nicht der Inhalt, sondern die Person. Das, was wirklich rüberkommt, das ist das, was der Mensch darstellt. Wenn ich an meinen wunderbaren Deutschlehrer mich erinnere im Gymnasium, ist vor allem der Eindruck von seiner Persönlichkeit, der mir geblieben ist. Die Gedichte, die wir auswendig lernen mussten, habe ich großteils vergessen. Ich möchte heute auf einen ersten Zug im Leben Jesu hinweisen, der vielleicht am tiefsten die Jünger geprägt hat, beeindruckt hat und der uns wohl auch am meisten über Jesu Lehre, mehr noch über seine Person zu sagen hat, nämlich das Beten Jesu. Ich beginne mit einer Szene ganz am Anfang des Markus-Evangeliums. Markus beschreibt den ersten Tag Jesu in Kapharnaum, das öffentliche Wirken, das er beginnt, nachdem er von Nazareth nach Kapharnaum übersiedelt ist. Es ist ein Tag intensiver Begegnungen, Heilung in der Synagoge und dann am Abend des Sabbat, als die Sabbatruhe vorbei war, kommen die Menschen in Scharen zu seinem Haus, Kranke, Besessene, und er heilt viele. Ein erfolgreicher, ein intensiver erster Tag. Dann aber am nächsten Tag, das ist nach dem Sabbat, das ist der Sonntag, also der erste Tag der Woche, heißt es bei Markus, frühmorgens, als es noch dunkel war, erhob sich Jesus, ging weg, begab sich an einen einsamen Ort und betete dort. Die Jünger suchen ihn und finden ihn ganz überrascht. Was machst du da? Was ist das? Seine Jünger, sie sind ja erst ganz frisch bei ihm. Es ist wirklich der Anfang der Lebensschule mit Jesus. Sie waren sicher beeindruckt von dem, was sie ganz am Anfang erlebt haben, die ersten Heilungen, Dämonenaustreibungen.
Aber etwas, was unverwechselbar sich einprägt und wohl in die Jüngerschaft am tiefsten sie einführt, das ist das Erlebnis, dass ihr Meister betet. Stundenlang, nächtelang betet. Er zieht sich zurück in die Einsamkeit, oft auf den Berg, und betet. Die Jünger ertappen ihn dabei. Ohne viele Worte seinerseits darüber zu verlieren, hat er wahrscheinlich die tiefste Sehnsucht nach Jüngerschaft durch sein Beten ausgelöst, durch das Erlebnis seines Betens. Die Sehnsucht der Jünger, es ihm gleich zu tun, erweckt er durch sein Vorbild. Was geht da in ihm vor, wenn er so lange Zeit im Gebet verbringt? Es ist etwas ganz Faszinierendes um das Gebet, das Beobachten des Gebetes. Die ersten Mitbrüder des heiligen Dominikus, unseres Ordensvaters, haben gerne Dominikus in der Nacht beobachtet, wenn er alleine in der Kirche gebetet hat. In Santa Sabina in Rom auf dem Aventin gibt es heute noch ein Fensterchen, wo man hinuntersieht in die Kirche. Und die Tradition sagt, dort haben die Brüder hinuntergeschaut und haben ihn beobachtet, wie er stundenlang in der Nacht gebetet hat. Bei den ersten Jüngern Jesu muss es etwas dieser Art gewesen sein. Lukas berichtet, Jesus betete einmal an einem Ort, und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger gelehrt hat. Und darauf lehrt Jesus sie das Vaterunser. Beeindruckend an dieser Szene ist die Note des Respekts, die man hier spürt. Sie trauen sich nicht, Jesus zu unterbrechen beim Gebet. Sie warten, bis er fertig ist. Als er das Gebet beendet hatte, wie lange hat das gedauert? Ich erinnere mich, wie Papst Johannes Paul II. Bei seinem dritten Besuch in Österreich, in Salzburg im Dom, zum Gottesdienst eingezogen ist. An einem Seitenaltar ist der Tabernakel. Und da hat er eine kurze Adoration, eine kurze Gebetszeit gemacht und scheint offensichtlich völlig vergessen zu haben, dass da tausende Menschen warten und das Fernsehen da 20 Minuten dort verbracht. Unvergesslich. Das Spüren, wie er eingetaucht ist ins Gebet. Das Gebet eines anderen Menschen flößt spontan Respekt und Behutsamkeit ein, zumindest bei Menschen, die halbwegs sensibel sind. Was ist dieses Geheimnis des Gebets? Gebet ist universal. Genauso universal wie die Religion. Es gehört einfach zum Menschsein. Es ist deshalb auch sinnvoll und möglich, eine Phänomenologie des Gebetes zu schreiben, also eine Beschreibung des Gebetsverhaltens, der Gebetsweisen, der Gebetsformen. Friedrich Heiler hat ein dickes Buch geschrieben, Das Gebet, eine Phänomenologie des Gebetes in allen Religionen. Vergleichend, beschreibend, nicht wertend, einfach darstellend, wie gebetet wird.
Viele von Ihnen haben solche Erfahrungen gemacht. Für mich unvergesslich 1977 in Taiwan betende Frauen in einem buddhistischen Tempel. Unverkennbar das Gebet. Wie eindrucksvoll, wenn man in eine Moschee kommt und Menschen da sich niedergeworfen haben zum Gebet. Beten lernen gehört in allen Religionen zum Weg des religiösen Lebens. Formeln des Gebetes und Formen des Gebetes muss man lernen. Gebete haben ihre Traditionen. Ich war sehr beeindruckt, in der Türkei ein Heftchen zu bekommen für junge Muslime über die Gebetsformen, die Ausdrucksformen des Gebetes, die körperlichen Haltungen etc. Gebetsschule. Normalerweise lernt man das Gebet zu Hause, von Eltern, Großeltern. Wie viele haben in der Sowjetunion noch von der Babuschka, von der Großmutter das Beten gelernt. So war es wohl auch bei Jesus, dass er von seinen Eltern und in der Synagoge und in der Tradition seines Volkes beten gelernt hat. Die jüdische Gebetswelt, wie faszinierend. Dieser große Schatz der Gebetskultur mit den Psalmen, dem liturgischen Gebet. Jesus betet mit jenen Worten und Formen, mit denen sein Volk in der Synagoge von Nazareth und im Tempel betet, heißt es im Katechismus. Die jüdische Welt des Gebetes. Im Vergleich zu anderen Religionen hat sie schon etwas Besonderes. Sie kennt eine Vertrautheit mit Gott, die wohl etwas Neues darstellt. So vertraut, wie die Psalmen mit Gott sprechen, ich weiß nicht, ob es das wirklich in anderen Religionen gibt. Denn das jüdische Beten ist Antwort. Antwort auf einen Gott, der den Menschen anspricht, der sich ihm offenbart. Und das kann zu einer Innigkeit und einer Nähe führen, die wohl den anderen Religionen fremd ist. Es ist kein Zufall, dass das jüdische Volk, das erwählte Volk vom Propheten als von Gott, als mein Sohn angesprochen wird. Engste Vertrautheit. Aber was die Jünger Jesu mit Jesus erleben, geht weit darüber hinaus. Das ist einmalig selbst im Judentum. Ein Maß an Vertrautheit, das man auch in der großen jüdischen Tradition nicht findet. Lukas, der Evangelist des Betens Jesu, er spricht am häufigsten über das Gebet Jesu. Lukas lässt uns schon sehr früh ahnen, da gibt es einen Punkt im Leben Jesu, der etwas Einzigartiges ist. Ich erinnere an die Szene, wie Jesus, der Zwölfjährige, in Jerusalem im Tempel zurückbleibt. Die Eltern suchen ihn nach 3 Tagen sorgenvollen Suchens, finden sie ihn im Tempel, wie er da mitten unter den Lehrern sitzt, ihnen zuhört und Fragen stellt. Und Jesus scheint sich darüber zu wundern. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Gerade hat Maria gesagt, dein Vater und ich haben dich mit Sorgen gesucht. Jesus sagt, ich muss in dem sein, was meinem Vater gehört. Hier offenbart sich etwas Neues. Etwas, was auch für seine Eltern schwer begreiflich ist.
Jesus scheint sich fast zu wundern, der Zwölfjährige. Wisst ihr das nicht? Die Vertrautheit, die er mit Gott hat, mit dem, den er seinen Vater nennt, das ist etwas Einzigartiges. Theologisch würde mich jetzt sehr interessieren, hier etwas weiter zu graben, aber es ist ja eine Katechese und nicht eine theologische Vorlesung, nämlich die Frage nach dem Selbstbewusstsein Jesu. Wusste er, dass er der Messias ist? Wusste er als Zwölfjähriger oder schon früher, dass er der Sohn Gottes ist? Ich kann dieser Frage hier nicht im Einzelnen nachgehen, das wäre ein eigenes großes Thema. Sie ist höchst wichtig, denn viele sagen, die Kirche hat Jesus zu Gott gemacht, den einfachen Mann aus Galiläa, aus Nazareth. Sie hat ihn vergöttlicht und zum Sohn Gottes erhoben. Diese Frage hat natürlich heute, abgesehen von der Diskussion innerhalb der Christenheit, eine ganz massive Aktualität bekommen durch den Islam. Denn wenn es einen Punkt gibt, in dem der Islam das Christentum grundlegend, fundamental kritisiert, ist der Anspruch der Gottheit Jesu. Von Anfang an war das der zentrale Vorwurf des Islam gegen das Christentum. Gewiss hat Mohammed zu Beginn seiner Tätigkeit gegen den arabischen Polytheismus gekämpft, aber so sagen die Experten, es wurde dann immer deutlicher, der Angriff gegen den Glauben an die Dreifaltigkeit. Das heißt, der Vorwurf, dass die Christen an drei Götter glauben. Also, dass sie doch letztlich Polytheisten sind. In der berühmten Sure 112 im Koran heißt es, sprich, Gott ist einer, ein ewig Alleiner. Er hat nicht gezeugt und ihn zeugt keiner. Und ihm gleich ist nicht einer. Das steht übrigens im Spruchband im Felsendom in Jerusalem, diese Sure. Das scheint sich doch ausdrücklich gegen das christliche Bekenntnis zu richten, denn das christliche Credo sagt, dass Christus, der Sohn Gottes, gezeugt, nicht geschaffen sei. Und wie radikal der Koran das versteht, sieht man an der Sure 4, Vers 48, wo die Vielgötterei als unvergebbare Sünde bezeichnet wird. Dort heißt es, siehe, Allah vergibt nicht, dass man ihm Götter beigesellt. Was darunter liegt, vergibt er, wem er es vergeben will. Wer Allah andere Götter beigesellt, der hat eine gewaltige Sünde ersonnen. Das heißt wohl, alle anderen Sünden können vergeben werden. Aber diese, nämlich Allah, andere Götter beizugesellen, kann nicht vergeben werden. Beten die Christen zu drei Göttern. Ist unser christliches Beten Götzendienst? Wir beten zum Vater. Eben haben wir das Vaterunser gebetet. Dann beten wir wieder zu Jesus, etwa im Jesusgebet oder einzelnen Gebeten der Liturgie. Oder wir beten zum Heiligen Geist, Veni, Creator, Spiritus. Beten wir da immer zum selben Gott, zum einen Gott? Das ist eine ganz vitale Frage. Vor allem die Frage, können wir über unseren Glauben auch Rechenschaft geben? Können wir argumentieren
warum wir an den einen Gott, Vater und Heiliger Geist, glauben. Ein Gott in drei Personen. Aber ich denke, es genügt nicht nur, rationale Argumente zu haben, sehr wichtig, sie zu haben. Und wir müssen besser auskunftsfähig werden über unseren Glauben. Die entscheidende Frage ist die existenzielle Frage. Wie beten wir? Beten wir zu drei Göttern? Oder beten wir zu dem einen Gott, wenn wir zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist beten? Ich glaube, hier müssen wir einfach in die Schule Jesu gehen und uns fragen, wie hast du gebetet? Herr, zeige uns, wie ist dein Gebet? Wie ist das, wenn es stimmt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, mit seinem Gebet? Betet Gott zu Gott? Was heißt es, dass Jesus stundenlang in der Nacht gebetet hat? Was hat er da getan? Andererseits, die Erfahrung der Jünger scheint gerade durch das Gebet Jesu zum Geheimnis Jesu den tiefsten Zugang gefunden zu haben. Ich glaube, wir können sagen, gerade wenn Sie Jesus beten sehen und beten erleben, betend erleben, dann erschließt sich Ihnen das innerste Geheimnis Jesu. Ich möchte hier sozusagen die Hand meines Lehrers Josef Ratzinger ergreifen. Sie wissen, dass er jetzt Benedikt XVI. Heißt, der in einem besonders eindrucksvollen, tiefen Beitrag aus den frühen 80er Jahren, er nannte das ganz schlicht christologische Orientierungspunkte, versucht hat, vom Beten Jesu auszugehen, um das innerste Geheimnis Jesu zu erspüren. Genauso wie es den Jüngern, den ersten Jüngern gegangen ist, wenn sie Jesus beten gesehen haben. Gewissermaßen den Ort erspüren, wo Jesus wohnt, wo er seine Mitte hat, wo sein Herz ist, seine Quelle. Diese Mitte ist das Wort Abba, Vater, lieber Vater. Jesus ist, wenn er betet, beim Abba, beim Vater. Und so erleben es die Jünger. Sicher, jeder, der betet, ist irgendwie auf Gott ausgerichtet. Und wenn er sozusagen eine österreichische Seele hat, dann wird er vielleicht sagen, irgendetwas gibt es sicher. Das ist die häufige österreichische Antwort. Irgendetwas muss es ja geben. Wie ist das bei Jesus in seinem Gebet, wenn er bei Gott ist, dann ist er das wie kein anderer. Auf jeden Fall hat er bei seinen Jüngern die Sehnsucht erweckt, diesen Ort kennenzulernen. Meister, wo wohnst du? Kommt und seht. Irgendwo, so denke ich, ich habe es schon oft gesagt, es bewegt mich immer wieder, ist diese erste Begegnung der ersten beiden Jünger mit Jesus so etwas wie der Schlüssel. Meister, wo wohnst du? Nicht nur, wo ist deine Adresse, sondern wo bist du zu Hause? Wo ist dein Lebensgeheimnis, deine Bleibe? Es ist schlicht und einfach das Wort Abba. Jesus ist, wie dann Johannes in seinem Prolog sagt, beim Vater. Oder wie er noch ausdrücklicher
am Schluss des Prologes sagt, im Schoß des Vaters. Zu dieser Klarheit sind die Jünger sicher noch nicht am Anfang gekommen. Damals, als sie früh morgens hinausgingen aus Kapernaum und Jesus suchten und ihn dann irgendwo in der Natur dort gefunden haben, wie er in der Einsamkeit betet. Aber sie haben Jesus erlebt in einer ganz einzigartigen Zwiesprache. Und sie verstehen mehr und mehr im Umgang mit ihm, dass sein Wort und sein Tun und sein ganzes Wesen aus dieser Quelle kommt. Sie ahnen, dass Jesus nicht aus sich heraus spricht, dass er nicht aus sich heraus handelt, sondern dass er aus dieser Zwiesprache heraus lebt mit dem Vater. Josef Ratzinger sagt dazu, denn darin ist das gesamte Evangelienzeugnis einhellig, dass Worte und Taten Jesu aus seinem innersten Zusammensein mit dem Vater hervorgingen. Das ist die Quelle. Beispiel: Als Jesus die 12 auswählt aus der ersten Schar seiner Jünger, da heißt es bei Lukas, dass er die ganze Nacht davor auf einem Berg betend verbringt. Und dann wählt er sie. Dazu Josef Ratzinger: Die Berufung geht aus dem Gebet, aus dem Reden des Sohnes mit dem Vater hervor. Die Kirche, sagt er, wird aus diesem Gebet geboren, in dem Jesus sich dem Vater zurückgibt und der Vater dem Sohn alles übergibt. In dieser tiefen Kommunikation von Sohn und Vater verbirgt sich der wahre und immer neue Ursprung der Kirche und zugleich ihr verlässliches Fundament. Jesus schöpft aus dieser ständigen inneren Verbundenheit mit dem Abba, dem Vater. Kardinal Ratzinger nennt ein zweites Beispiel, wo auch wiederum Lukas uns daran erinnert, dass Jesus im Gebet war. Es ist der Moment, wo bei Caesarea Philippi Petrus Jesus als den Messias, den Christus, bekennt. Bei Lukas heißt es, als Jesus in der Einsamkeit betete, waren die Jünger bei ihm und er fragte sie, für wen halten mich die Volksscharen? Und dann fragte er sie nach einer Weile, ihr aber für wen haltet ihr mich? Worauf Petrus ihn als den Messias bekennt. Und wieder der Kommentar von Kardinal Ratzinger, von unserem Heiligen Vater. So macht der Evangelist Lukas deutlich, dass Petrus in dem Augenblick das Eigentliche der Person Jesu begriff und aussagte, indem er ihn betend in seinem Einssein mit dem Vater erblickt hat. Wer Jesus ist, sieht man dann, wenn man ihn in seinem Beten sieht. Wenn wir Christen Jesus als Messias und Sohn bekennen, so ist das nicht eine Theorie. Das ist nicht eine Hypothese, sondern es ist etwas, was sich im Gebet erschließt. Noch einmal Kardinal Ratzinger, die gesamte Rede von Christus, was wir die Christologie nennen, ist nichts anderes als Auslegung seines Betens. Jesus eins mit dem Vater. Das haben die Jünger erlebt, wenn sie ihn betend erlebt haben. Und so kommt es zu dem grundlegenden christlichen Bekenntnis aus der Erfahrung, mehr noch als aus den Worten Jesu, dass er der Sohn ist.
Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, sagt Petrus. Und Jesus sagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart, das hat dir mein Vater geoffenbart. Das zu erkennen, ist nicht eine Sache der Theorie, sondern der Offenbarung. Das geht über das Herz. Noch einmal Kardinal Ratzinger, die ganze Person Jesu ist in seinem Beten enthalten. Wir könnten das jetzt an einzelnen Gebeten im Neuen Testament ein wenig durchexerzieren, wenn wir hinhören, wie hat Jesus manchmal sein Gebet nach außen dringen lassen, wenn er es ausgesprochen hat. Meistens war es ja in der Stille, in der Nacht, auf dem Berg, in der Einsamkeit. Auf jeden Fall eines ist sicher, um auf die Herausforderung des Islam zu antworten. Wenn wir zu Christus beten, dann beten wir nicht zu einem anderen Gott. Dann ist das nicht jemand, den wir Gott beigesellen, wie der Koran sagt. Missverständnis des christlichen Gebets. Vielleicht haben die Christen selber zu diesem Missverständnis beigetragen. Wir beten vielmehr durch Jesus Christus zum Vater im Heiligen Geist. Wir beten nie zum Vater ohne den Sohn. Wir beten nie zum Heiligen Geist ohne den Vater und den Sohn. Jesus wird nicht Gott beigesellt, wie der Koran dem Christentum vorwirft. Jesus ist eins mit dem Vater, eines Wesens mit dem Vater. Vielleicht kommt das am stärksten zum Ausdruck in den wenigen Gebetsworten, die wir vom Kreuz überliefert bekommen haben. Gerade in dieser extremen Situation der Todesnot Jesu betet er. Und alle Evangelien stellen uns Jesus in seiner Passion als Betenden vor. Nach den Evangelien, sagt Kardinal Ratzinger, ist Jesus betend gestorben. Er hat seinen Tod zu einem Gebetsakt, zu einem Akt der Anbetung gemacht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann der Psalm 21, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann das letzte Wort wieder an den Vater, vor dem großen Schrei, mit dem er stirbt. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jesus ist bis zum letzten Atemzug, bis er den Geist aushaucht am Kreuz, ganz Gebet. Sein Leben, sein Sterben sind wirklich eins mit dem Vater. Jetzt zum Schluss, ist das nicht etwas entmutigend für uns in der Schule Jesu? Herr, lehre uns beten. Wenn wir aber Jesus ansehen, wie er betet, und sehen, dass sein ganzes Leben Gebet ist, dann bin ich versucht zu sagen, das kann ich nicht lernen. Das bock ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das geht völlig über meine Fähigkeiten. Ich bete, ja, manche Momente des Tages, immer viel zu wenig. Wie sollen wir schwachen Menschen, die wir kaum einen konsequenten Willensakt zusammenbringen, die wir kaum ein Vaterunser konzentriert beten können, also Sie alle schon, aber ich nicht. Ja. Wie sollen wir so völlig in das Gebet eintauchen, wie Jesus ist, der nicht betet neben anderen Dingen, sondern dessen Wesen, dessen Leben Gebet ist. Sicher haben wir Menschen erlebt, die
Felsen des Gebetes sind. Ich habe das vom Papst Johannes Paul II. Immer wieder erzählt, dieser überwältigende Eindruck, hier ist einer, der ist ein Felsen des Gebetes. Und natürlich in einzigartiger Weise der heilige Padre Pio. Und trotzdem sagt ein so großer Beter wie Paulus, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Deshalb kommt Paulus zu dem Schluss, das kann nur Gott machen. Gott selber muss in uns beten, sonst wird da nichts draus. Der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen, der aber die Herzen erforscht. Gott, der Vater, der die Herzen erforscht, weiß, worauf der Geist bedacht ist, weil er, der Geist, so wie es Gott entspricht, für die Heiligen eintritt, sagt Paulus im 8. Kapitel des Römerbriefs. Wir selber, wir sind noch unendlich weit entfernt von dem Gebet, das im Herzen Jesu lebt. Von diesem völligen, ständigen, das ganze Leben erfassenden Austausch von Vater und Sohn. Wir sehen Jesus beten, wir wollen beten wie er und seufzen über unsere Unfähigkeit. Wir wissen nicht nur nicht, wofür wir eigentlich beten sollen, sondern auch nicht, wie wir eigentlich beten sollen. Schmerzliches Seufzen unserer Unfähigkeit. Je mehr wir spüren, wie wenig wir dieses Gebet Jesu, dieses vollständige In-Gott-Sein, dieses innergöttliche Gespräch, wie wenig wir an es heranreichen, umso eher sind wir bereit, bei Jesus wirklich in die Schule zu gehen. Denn er ist ein anderer Lehrer als unsere Schulmeister und Professoren und Katecheten, denn er kann durch den Geist lehren, was wir nur erbitten können. Der Heilige Geist lehrt uns beten. Er selbst betet in uns. Nicht du bist es, der betet. Das Gebet ist kein Werk des Menschengeistes. Je geringer unser Anteil ist, desto besser beten wir, sagt ein geistlicher Meister des 17. Jahrhunderts. Je weniger, je geringer unser Anteil ist, desto besser beten wir. Beten mit leeren Händen, so gehen wir in die Betschule Jesu. Und er, der wirkliche Beter, macht uns zu seinen Kindern, zu seinen Söhnen und Töchtern, und durch seinen Geist betet er selber in uns. Das ist das eigentliche Geheimnis des christlichen Betens. Ich schließe mit einem Wort von Gerhard Lohfink, der ein wunderbares Buch über das Gebet letztes Jahr herausgegeben hat, der große Exeget. Beten, sagt er, heißt letztlich Einschwingen in das Gespräch zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Nicht aus eigener Kraft und Fähigkeit, sondern ermächtigt durch die Kindschaft, die dem Christen in der Taufe geschenkt ist. Dieser Kraft dürfen wir es wagen, in der Schule Jesu Betende zu sein. Die nächste Katechese ist am 8. Jänner und ich möchte dann ein wenig hineinschauen in die Hausregel der Familie Jesu,
wie man sich so benimmt in der Familie Jesu, also ein bisschen Anstandslehre in der Hausgemeinschaft Jesu. Es segne und beschütze euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.